Ciao ragazzi, my name is Capo and today we make Sacnocci! Was? Ciao ragazzi, mein Name ist Capo, wir sind hier in der Pizzeria Pepazzo in Eschweiler-Döwis und heute machen wir hausgemachte Gnocchi mit Kürbis. Viel Spaß dabei! Ragazzi, für hausgemachte Gnocchi brauchen wir natürlich Mehl. Wir haben hier ein ganz normales, stinknormales Doppel-Null-Mehl. Ihr könnt in den Supermarkt gehen und dann holt ihr euch einfach diese, wie heißt das, 405 hier in Deutschland. Macht da keine Wissenschaft draus, nehmt einfach ein Mehl, ja? Macht nicht zu kompliziert. Dann brauchen wir, wenn du Kürbis verarbeiten willst, brauchst du Kürbis. Wir haben hier Hokkaido-Kürbis. Hokkaido, keine Ahnung, wie spricht man das? Hokkaido. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall Kürbis, der ist hier in Deutschland sehr weit verbreitet. Bei uns in Italien tatsächlich nicht so viel, weil wir jetzt nicht so krass auf diese süßen Kürbisse stehen. Aber ist lecker und deswegen verarbeiten wir diesen hier. Dann ein bisschen Zwiebel, um der Soße bzw. dem Kürbis ein wenig Geschmack noch zusätzlich zu geben. Für danach brauchen wir die gute alte deutsche Markenbutter, ein bisschen Salbei, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Parmigiano Reggiano, 24 Monate gereift, weil dann schmeckt er auch etwas intensiver. Und wenn wir schon hier sind, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und den Kanal zu abonnieren, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und jetzt können wir auch Werbung machen. Olivenöl extra vergine aus eigenem Anbau in Kalabrien findet ihr bei mir im Shop. Schaut mal vorbei. Und ragazzi, eines der besten Olivenöle auf dem deutschen Markt. Vermutet man. Ob so ist, weiß ich nicht. Aber probiert aus, schreibt in die Kommentare, gebt mal Feedback und gebt mal ein bisschen Geld aus, weil ich muss Ferrari kaufen. Für unsere Gnocchi brauchen wir unser Mehl, was ich eben vorgestellt habe. Und ganz, ganz wichtig, ich verrate euch jetzt einen Trick, aber nicht weiter sagen, ja? Weil ich kenne Sterneköche, die kennen diesen Trick nicht. Typische Hausfrauentrick von Italien, kennen Köche nicht, weißt? Nimmst du heiße Wasser, machst du das Wasser richtig heiß, das muss kochen und damit machen wir unsere Nudeln, ja? Damit und mit Mehl. Mehr nicht, ragazzi. Wasser, Mehl, finito, Amen. Brauchen Feuer. Ragazzi, während wir das Wasser zum Kochen bringen, verschwenden wir keine Zeit. Wir packen uns unseren Kürbis, stellen hier mal alles zur Seite. Vergesst nicht, ne, wenn ihr kocht, die Arbeitsfläche muss auch so aussehen, als hättet ihr gekocht. Ne? Also mach so viel Dreck wie möglich. Ragazzi, wir bringen das Wasser zum Kochen, damit wir unsere Gnocchis machen können. Merkt euch, in Italien sagt man nicht Gnocchi, sondern Gnocchi, okay? Und Mehrzahl ist Gnocchis wichtig. Und wenn ihr Käse drauf macht, Gnocchi-Cheese. Während wir darauf warten, dass das Wasser heiß wird, nehmen wir uns schon mal unsere Kürbis. So. Brettchen ist da, nehmen wir diese Seite. Nehmen wir unseren Kürbis, nehmen wir ein Messer und vorsichtig keine Finger abschneiden, ja? Weil Kürbis ist hart. Leck mir am Okay. Dann könnt ihr den Kürbis aushöhlen, die ganzen Samen. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Könnt ihr trocknen, könnt ihr in die Erde setzen und selber Kürbis züchten. Könnt ihr rauchen, könnt ihr trinken. Was ihr wollt, könnt ihr damit machen, ja? Guckst du, Kürbis ist ausgehöhlt. Und, ragazzi, die Schale können wir mitessen. Deswegen verarbeiten wir alles. Wir schneiden das Ding jetzt hier schön so in Scheiben. Leck mir am Okay, ist das Ding hart, ey. So, für das Video brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann machen wir uns daraus so Würfelchen. Also ihr könnt das schneiden, wie ihr wollt, ne? Aber ich mache daraus Würfelchen. Aber macht am besten, wie ich das mache. Weißt du warum? Weil ich bin Experte. Zwar selbst, ne? Aber ich bin Experte. Aber weil wir das hier gerade besprochen haben, ne, mit Fabio. Fabio sagt, man kann auch die Gnocchi mit Kürbis machen. Kannst du machen, ne? Wenn du Bock drauf hast. Ich habe jetzt keine Zeit, weil ich muss Video drehen, ja. Wir müssen hier effektiv arbeiten, weil Fabio kostet mich ein Auge und drei Beine. Ragazzi, guckst du, Wasser kocht, machst du aus, haben wir heiße Wasser. Wichtig, habe ich euch gesagt, ne? Wasser muss heiß sein, um die Gnocchi zu machen. Bitte, 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 jetzt schreibt nicht, wie viel Mehl muss ich nehmen, wie viel Wasser muss ich dazugeben, keine Ahnung. Mache ich, wie gesagt, zum ersten Mal, jedes Video, erste Mal. Aber wir gucken zusammen, dass die Konsistenz halt vernünftig ist. Guckt zu, dann werdet ihr sehen. So Pi mal Daumen koche ich, weißt du doch. Parallel nehmen wir uns aber eine Pfanne. Wir haben hier nur die besten Pfannen. Während wir hier nämlich gleich unsere Gnocchis vorbereiten, bringen wir schon mal den Kürbis auf Temperature. Bei kleiner Flamme geben wir Olio di Oliva extra virgin. Extra virgin. Ihr wisst, ne? Nicht geizig sein, sonst ich verkaufe kein Olivenöl.
Viel Olivenöl ist gesund. Olivenöl ist wirklich gesund. Jetzt mal Spaß beiseite. Ich bin zwar hier kein Dottore, aber ist gesund. Glaub mir, ich weiß das. Ah, die Zwiebel habe ich vergessen. Egal, kein Problem. Den Kürbis geben wir schon mal rein, weil der ist steinhart. Der braucht sowieso seine Zeit. Und die Zwiebel geben wir gleich einfach dazu. Ein Viertel Zwiebel. Keine Ahnung. Ey, hat jemand irgendeinen Trick? Hat irgendjemand einen Trick, wie man diese Schale hier abmacht? Ja. Ja? Die werden noch schnuppern, ja. Maschallah! Junge. Soll ich die Kamera halten? Machst du Kochvideo? Wie sollen wir die schneiden? Keine Ahnung, ey. Stellt nicht so viele Fragen, da krieg ich Kopfschmerz. Tak, 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 tak. So. El Corbisso. Einfach so. Den Kürbis lassen wir so langsam vor sich hinköcheln. Dann nehmen wir uns nämlich hier unsere Schüssel. Unsere Schüssel. Komm, machen wir einmal sauber. Ausnahmsweise. Aber sonst denkt dran, die Arbeitsfläche muss dreckig sein. Die Leute müssen denken, ihr habt geschuftet den ganzen Tag. Dabei habt ihr 5 Minuten euer Essen fertig gekocht, ja? Und übrigens, wir nehmen auch hier die Zeit. Gleich am Ende sage ich euch, wie lange wir gebraucht haben, um hausgemachte Gnocchi zu machen mit Kürbis. Und nebenbei drehen wir noch 2 Videos. Also geht nicht zu Edeka und kauft diese Fertig-Scheiße da. Krise, ey. So, Fabio, rauf zum Mull und fang an zu kochen. Wir geben ein bisschen Wasser rein. Nehmen uns eine Gabel. Und dann machen wir wirklich piano piano. Kann sein, dass ich viel zu wenig Wasser gemacht habe. Aber die Hälfte ist ja auch schon verdampft. Dann machen wir hieraus erstmal einen Teig. Wichtig, der Teig darf nicht zu hart sein, ja? Nicht zu fest. Sonst werden nachher die Gnocchi auch fest. Ich brauche nicht mehr viel Wasser, weil der Teig, wie ihr seht, der ist schon... Das Mehl ist schon fast komplett aufgenommen. Der darf nicht zu klebrig sein, aber wie gesagt, der darf auch nicht zu fest sein. Müssen wir eine gute Konsistenz hinkriegen jetzt. An diesem Punkt fangen wir an, mit der Hand zu arbeiten. Ah, könnte auch sein, dass wir kein Wasser mehr brauchen, ne? Könnte auch sein. Könnte sein. Gucken wir jetzt. Könnte sogar sein, dass ich ein bisschen Mehl brauche tatsächlich. Aber seht ihr, wie Kochen funktioniert? Könnte ich alles vorhersagen und alles planen. So, man muss auch mal improvisieren. So, viel zu weich. Ich hole mir Mehl und dann sehen wir uns gleich wieder. Seht ihr, sehr, sehr klebrig. Der Teig ist sehr, sehr klebrig. Deswegen ein bisschen Mehl und weiter kneten. Dann gucken wir mal, wie viel vom Mehl aufgenommen wird. Und gucken halt, wie gesagt, dass es nicht zu fest wird. Dass der Teig nicht zu fest wird. Parallel immer den Kürbis nachchecken. Der Kürbis soll halt so ein bisschen einweichen, ne? Weil sonst ist er ein bisschen zu fest. Ihr seht, Mehl wird nicht mehr besonders viel aufgenommen, aber erstmal ein bisschen kneten. Ich gebe mal hier ein Schlückchen Wasser. Ihr könnt auch Olivenöl reingeben. Oder White Wine geht auch. So, aber ich denke, wir haben jetzt die richtige Konsistenz. Jetzt nehmen wir alles raus und dann kneten wir uns hier ein. Weiter. Parallel prüft ihr natürlich mit der Gabel, mit der ihr den Teig macht, und mit dreckigen Händen, ob der Kürbis schon weich geworden ist, ja? Wichtig, das so zu machen, weil sonst ist das nicht original italienisch. Oh, der braucht aber noch. Der braucht noch. Und vor allen Dingen brauchen wir ein bisschen Wasser. Dann kneten wir hier unseren Teig. Seht ihr, jetzt ist er schon etwas fester, noch ein bisschen klebrig, bisschen Mehl. Na, ihr müsst immer kneten. Ihr müsst gucken, ob der Teig noch klebt, ob der ein bisschen Mehl braucht, ob der kein Mehl braucht. Solange der zu klebrig ist, braucht er auf jeden Fall noch ein bisschen Mehl. Weil sonst können wir gleich die Knotschis nicht machen. Ne? Knotschiletti, Alter. Fabio, hast du schon mal Gnocchi gemacht? Si. Si? Aber mit Patate. Mit Patata? Auch. Patatas always bravas. Ey, übrigens, ne, Fabio, halt mal die Kamera ruhig. Halt mal die Kamera ruhig, hör mal auf, hier so die Kamera zu wackeln. Ich hab Hunger, deswegen. Hunger. Ihr versteht das nicht. Der Fabio, der zittert immer hier. Der kriegt diese ganzen Gerüche mit. Dann sieht er dieses Essen. Und dann fängt er an zu zittern und deswegen werden die Videos wackelig. Ah! Kürbis ist ready. Fuegos buenos. Ist schon ein bisschen weich geworden.
Aber gleich kochen wir das ja sowieso weiter, weil die Gnocchi ja da noch reinkommen. Sieht aber schon mal gut aus. Wir haben gar nicht gewürzt bisher, ne? Natürlich kommt da gleich noch Salz rein, ein bisschen Pfeffer. Und danach kommt ja sowieso noch Parmesan drauf und Buttersalbei. Also das wird schon genug. Oh, Teig, wir haben es fast. Er ist noch ein bisschen klebrig. Guck, wichtig, immer so arbeiten. Ne? Hier macht ihr Dreck, da ist der Kürbis, da ist die Butter, alles wird dreckig. Wie ihr merkt, ne, ich habe ja auch nicht das beste Gefühl dafür, weil ich nie Gnocchi mache. Aber ich weiß halt Pi mal Daumen, wie sie sein sollten, damit sie gut schmecken. Weil ich habe nämlich mal Gnocchis gemacht, die waren hart wie ein Stein waren die. Guck mal, nicht mehr klebrig, kaum noch klebrig, aber ein bisschen muss. Und dann gleich, wir lassen die jetzt ruhen, 10 Minütchen. Verdecken mit Frischhaltefolie, weil dann trocknet der nicht ein. Okay, wir haben jetzt gewartet circa 10 Minütchen und jetzt machen wir weiter unseren Teig. Bisschen Mehl. Nehmen wir uns das, was wir brauchen und machen Würmchen daraus. Nicht zu viel Mehl nehmen, sonst kriegt ihr das Problem, was ich hier gerade habe. Und zwar zieht sich das hier nicht in die Länge. So. Den Gnocchi könnt ihr so dick machen, wie ihr wollt. Hier ist ein bisschen dünner, hier ist ein bisschen dicker. Könnt ihr versuchen, natürlich gleichmäßig zu bekommen oder ihr lasst das einfach so, weil wir sind hier in der italienischen Küche. Machen wir kleine Knotschis. Ragazzi, ihr könnt die Gnocchi jetzt so lassen, das werden wir machen. Ihr könnt die so eindrehen, dann nehmen die ein bisschen mehr Soße auf. Ihr könnt die ein bisschen so eindrehen. Dann werden die von außen rau. Versteht ihr, könnt machen, was ihr wollt. Aber, soll ich die so ein bisschen eindrehen? Die sind schon geil, wenn die eingedreht sind. Komm, komm, komm. Dann drehen wir die ein. Komm, komm. Komm, 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 komm. Fabio, komm, 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 komm. Ich weiß, dann bleibt ein bisschen Soße drin hängen. Auch geil, auch geil. Boah, Junge, ich glaube, die werden perfekt. Ich glaube, die werden perfekt, Bruder. Ein bisschen einmehlen, ne, damit die nicht zusammenkleben. Aber auch nicht zu viel. Jetzt habt ihr eine sehr mehlige Nudel nachher. Ist ja auch nicht geil. Übrigens, die werden gleich so was von dick, die Dinger. Ragazzi, look at this gnocchi fatti in casa con le mani puzzolenti. So, Wasser kocht. Wir geben Salz in die Wasser. Guck mal, hier, das haben wir auch noch gar nicht gewürzt. Ne? Hier machen wir Feuer an, aber niedrige Stufe. Dann geben wir natürlich ein bisschen Olio di oliva extra vergine rein. Warum? Damit es teuer wird. Ansonsten Kürbis ist günstig. Es muss teuer werden, deswegen das teure Olivenöl vom Capo benutzen. Dann geben wir rein Salz. Nicht zu viel, ihr wisst, wir sind in der italienischen Küche, da wird wenig gewürzt. Bisschen Pfeffer. Und was auch ganz gut passt, habe ich am Anfang nicht gesagt, aber ein bisschen Muskatnuss. Fabio, was hältst du von Muskatnuss? Das war's. Natürlich dem Vorgeriebenen, weißt du? Weil das mit dem Nüsschen überlassen wir den Franzosen. Ragazzi, damit das nicht zu trocken wird, geben wir natürlich auch etwas Kochwasser hier rein, damit wir so ein bisschen Soße haben. Unsere Gnocchi schmeißen wir jetzt ins Wasser. Und umrühren, damit die Gnocchi nicht am Boden kleben. Wann sind hausgemachte Nudeln fertig? Ganz easy, wenn sie oben schwimmen, dann sind sie fertig. Geben wir schon mal rein unsere Butter. Tak, tak. Und bei niedriger Temperatur bringen wir die Butter zum Schmelzen. So, schaut mal, die Gnocchi kommen langsam hoch. Schaut mal. Unsere Butter fängt an zu schmelzen. Da geben wir noch rein unseren Knoblauch. Den zerdrücken wir vorher. Und dann natürlich, scheiße, hier ist ein bisschen Mehl, unseren Salbei. Salbei! So, die lassen wir noch eine halbe Minute. Schaut mal, wie groß sie geworden sind. Mashallah! Gnocchi sind fertig. Ein bisschen viele Gnocchi. Unsere Butter mache ich kurz aus, sonst verbrennt die. Jetzt wird's hektisch, Ragazzi. Hektisch, mektisch. Pop, 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 pop. Ein Stückchen Kochwasser. Oh, guck dir diese Farben an, Junge. Bisschen Olio di Oliva, ihr wisst, ich liebe Olio di Oliva. Jetzt gehen wir runter vom Feuer und wir machen Mantecation. Also wir binden die Soße einfach nur
mit der Resthitze von den Nudeln. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch das Ganze pürieren, aber ich bin nicht so ein Fan von diesen pürierten Dingen. Ne, immer machen die Zucchini, dann püriert, dann machen die das, püriert. Ich bin da nicht so ein Fan von. Ich hab's lieber mit Biss. Heute richten wir ausnahmsweise mal an, einfach aus praktischen Gründen. Und zwar nehmen wir uns einen Teller. In den Teller geben wir unsere Knocchilettis. Sieht das nicht schön aus? Richtig schön. Dann nehmt ihr euren Parmigiano Reggiano. 24 Monate gereift. Schön drüber geben. Schön drüber. So reicht. Und dann kommt die Liebe. Das habe ich euch schon ein paar Mal erklärt. Die Butter nicht verbrennen, sondern nur braun werden lassen. Ja? Dieser Duft. Komm mal, riechen. Komm mal, riechen. Nicht verbrennen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen bräunlicher. Brün. Französen sagen brün. Komm, ein bisschen Dampf noch. Ein bisschen Dampf. Einmal Dampf. Reicht. Reicht. Ist braun. Und jetzt die schöne Butter da drüber. Ragazzi, das ist Geschmacksexplosion. Wenn diese heiße Butter auf diesen Parmesan schmilzt. Reicht. That's it. Ragazzi, that's it. Machen wir noch ein bisschen so. Guck mal, da ist schön die Butter, Kürbis, Parmigiano, alles dabei. Und jetzt verkosten wir mal. Ragazzi, es fehlt Salz, aber ansonsten schmeckt es übertrieben geil. Was soll ich euch vorspielen, Alter? Es fehlt Salz. Ich werde das Ganze gleich noch korrigieren, wenn ich das auftische. Aber ansonsten, geil. Die Gnocchi sind übertrieben geil geworden. Weil wirklich, bei den Gnocchi ist das Ding, wenn du den Teig zu hart machst, hast du verkackt. Wenn der zu hart ist. Und der ist perfekt geworden. Dieser Kürbis scheppert anders und die Butter, die gibt natürlich auch ihren Dampf. Wir haben es wieder geschafft, Ragazzi. Hausgemachte Gnocchi mit Kürbis. In diesem Sinne, danke euch, dass ihr euch das Video wieder bis zum Ende angeschaut habt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Wir sehen uns nächste Woche. Yeah.